Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Dragon Ball Fan. Was wäre, wenn Vegeta ohne Nappa zur Erde geflogen wäre? Die Stadt, wo die beide gelandet sind, wäre zum Beispiel heile geblieben, da diese ja Nappa zerstört hat. Auch wären die Pflanzenmänner nicht vorgekommen, da diese ja Nappa bei sich hatte. Alle Z-Kämpfer hätten dann gegen Vegeta verzweifelt gekämpft. Die ersten, wo ich glaube, dass die gestorben wären, wären zum einen Yamshuu, wen wundert's, und zum anderen Shaozu, der sich wie bei Nappa selbst gesprengt hätte. Natürlich, Shaozus Selbstzerstörung hätte absolut keine Wirkung gehabt. Tenshinhan hätte dann die Kiku-Kanone eingesetzt, wie man es kennt, doch wie bei Nappa wären nur Vegetas Rüstung beschädigt. Tenshinhan würde dann an den Folgen der Kiku-Kanone sterben. Krillin könnte noch seinen Energiediskus einsetzen, doch diesen würde Vegeta einfach ausweichen, genau wie Piccolos Höllenspirale. Krillin und Piccolo würden dann auch sterben, eine 3-Stunden-Pause würde es auch nicht geben. Diese hat Vegeta ja nur gewartet, weil Nappa zu langsam war, alle zu erledigen und so dann der Name Son Goku gefallen ist. Son Gohan hat Vegeta sich bewusst zum Schluss aufgehoben. Mit ihm wollte er sich länger Zeit lassen, da er immerhin der Sohn von Son Goku bzw. Kakarot ist. Doch bis Son Goku gekommen wäre, hätte er ihn schon längst erledigt. Der Kampf Son Goku gegen Vegeta wäre gleich, wie man ihn kennt. Nur Vegeta hätte Son Goku als Ozaru getötet, da ihn hier ja nicht Krillin und Son Gohan retten würden. Naja, eigentlich Yajirobe. Doch selbst wenn Yajirobe etwas machen würde, wäre Son Goku trotzdem kampfunfähig, da alle seine Knochen gebrochen waren. Vegeta hätte Son Goku erledigt und danach hätte er Yajirobe gesucht und ihn auch getötet. Zum Schluss hätte er dann die Erde in eine Staubwolke verwandelt. Auf Namek wäre er dann spätestens an der Genio Force gescheitert. Und Fuisa wäre weiterhin der Herrscher. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!